Ja, wir leben in einer Zeit, in der alle sehr gerne über alles schimpfen, insbesondere auch über Europa. Ich glaube aber, dass gerade die Brexit-Diskussion und die Ergebnisse von der Entscheidung im Vereinigten Königreich, dass sie jetzt schon ein bisschen etwas gedreht haben. Ich begegne sehr vielen Leuten, die jetzt sagen, anders als noch vor einem Jahr, was können wir denn für Europa tun? Und ich glaube, dass jeder Einzelne gefragt ist. Jeder muss sein Engagement, seine Energie einbringen. Und jeder kann an seinem Platz ein bisschen den Mut einbringen, den Leute wie Poncet und der Adenauer gehabt haben, um sich einfach auf den Weg zu machen. Das kann jeder an seinem Platz. Es wird viel geredet über Europa als Friedenskraft, anderes mehr Wirtschaftskraft. Ich persönlich glaube, dass die Stärke dieses Kontinents einfach darin liegt, dass wir anders als früher mehr miteinander reden als übereinander. Das hat nämlich früher immer dazu geführt, dass wir übereinander reden und anschließend übereinander herfallen. Und das Miteinanderreden, das kann jeder. Über Grenzen, mit Vertrauen, mit Mut und eben miteinander.